Herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag. Bei euch, bei mir ist, ich glaube, Mittwoch. Es könnte auch schon Donnerstag sein. Ich weiß nicht, ich habe die Uhr nicht im Blick. Deswegen bin ich gerade so. Oh Mann, so dieser Moment, wenn man so dumm wie ein Stück Brot wirkt. Intelligenzlevel minus Toast. Minus Toast. Ja. Ich habe euch ja von meinem letzten Video, ich glaube, ich habe die Kamera verstellt. Irgendwie sieht das Bild gerade voll anders aus. Wartet mal. So, dann machen wir die Zwangsneurose der Elena L. noch hier. So. Dann versuchen wir das Hemd noch schön glatt zu bügeln. Gut. Alles, was ich vor dem Anmachen von der Kamera hinten machen kann, aber gut, so machen wir es halt jetzt. Ja, auf jeden Fall, ich habe euch in meinem letzten Video versprochen, dass ich euch erzähle, warum ich die Switch eher nicht so gut finde und was mich an der eher stört. Und du willst ja heute noch unbedingt irgendwas brechen, oder, kleiner Mann? Vorsicht, sei einfach vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Ein Grund, warum ich die Switch nicht so gut finde, ist zum einen, also was ich am DS immer so gemocht habe. Und für mich ist die Switch, wenn man so will, ein neuer DS. Und das, an diesem Maßstab messe ich es, damit einfach man weiß, wo der Maßstab ist. Und für mich ist es so, dass das Gute am DS war, für mich immer, selbst wenn ich meine winzig kleine Handtasche mitgenommen habe, konnte ich mein DS damit. Entschuldigt. Das nennt man hasische Kameraverschieberei. Jetzt muss ich meinen Hasen kurz fangen. Ach, Leo. Wieso machst du das? Ich wollte eigentlich, will ich jetzt nicht aufstehen. Ihr wisst ja, wartet mal, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich die Hand nehmen. Autsch. Ach, guck mal, der blaue Fleck, der ist immer noch da. Ich glaub's nicht. Lass mich noch weg und läuft eigentlich ganz in eine andere Richtung. Ja, auf jeden Fall, für mich ist so die Switch der Nachfolger vom DS und an dem Maßstab messe ich. Und ich habe ja auch schon immer die vom DS Advanced, den ersten, den ich jemals hatte, habe ich auch mit den darauffolgenden verglichen. Also denke ich, das ist legitim so. Auch wenn sie jetzt der Sache einen anderen Namen geben, für mich ist es nur ein neuer DS. Ja, auf jeden Fall etwas, was mich daran stört, ist ja, wie gesagt, dass den alten konnte ich immer gut in meine Handtasche reinpacken. Und der hat da, was auch immer du gerade machst, das hört man ultra. Ja, auf jeden Fall hat man den dann immer in die Handtasche packen können und der hat da auch gut reingepasst und das war einfach sehr gut so für unterwegs. Und so wie ich die Switch bis jetzt gesehen habe in den Läden, ist die viel größer als so ein DS und vor allem ist sie ja klobiger. Also ein DS kann man, der hat auch, ist natürlich auch nicht klein, aber den kann man immer zusammenklappen und dadurch hat er ein bisschen Platz, war ein bisschen platzsparender, außer man hat natürlich den XL genommen, aber selbst der ist noch kleiner als die Switch. Und ja, auf jeden Fall hat man den immer gut in die Tasche reinpacken können und konnte dann zum Beispiel also im Arztzimmer oder irgendwo halt damit arbeiten, also damit spielen. Und ja, dann das Zweite, weswegen ich finde, dass die Switch eher bis für mich nicht so gut ist, ist natürlich die Tatsache, dass sie unglaublich, also sie ist groß und klobig und ich glaube, sie ist auch recht schwer. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Elektronikmärkte bei uns in der Gegend alle irgendwie noch da unten was rangehaftet haben, damit man sie mopsen kann. Aber so wie ich die immer hochgehoben habe, fand ich sie sehr schwer. Und da kann jetzt jeder sagen, natürlich von den Abmessungen, ich weiß nicht, wie es ist oder so, oder wie viel dran steht, wie viel die wiegt, dass die viel weniger wiegt. Aber da kommt es dann eben auch auf die eigene Hand an und wie man es hebt. Und da kann das eine leichteste Karton ist das andere ein ultraschwerer Karton. Und deswegen finde ich die Switch für mich persönlich ist mir zu schwer. Und ja, dann der andere Punkt, warum ich sie nicht so gut finde, ist natürlich, ich finde es gut, wenn Geräte viele Dinge können, wenn sie können. Und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob die Switch dieses vom PC, also vom Bildschirm, den sie hat mit Touchscreen, dann
dass den Übergang auf den Fernseher reibungslos läuft. Also wenn da jemand Erfahrung hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare und belehrt mich was eines Besseren. Aber für mich, ich glaube, dass das vielleicht anfangs gut funktioniert, vielleicht auch so ein, zwei Jahre, aber irgendwann kommt dann vielleicht das große Ruckeln und ich weiß nicht. Ich habe da so einfach so dieses Gefühl, dass das nicht so ganz funktioniert. Immer, weißt du, diese so gefühlte Faktenmama. Ja, und dann, das was natürlich auch noch für mich ist, ich habe immer schon gesagt, warte immer eine Generation ab, bevor du dir ein Gerät zulegst, weil jedes Gerät hat erstmal so Kinderkrankheiten und die müssen erstmal ausgebessert werden. Und ich bin jetzt erstmal gespannt, wenn die nächste Switch kommt, was die dann so hat. Also wenn frühestens in 3 Generationen würde ich mir eine Switch zulegen. Ja, dann. Was natürlich auch für mich ein Grund ist, warum ich sie nicht so unbedingt haben möchte, ist der Preis. Ich finde, sie ist einfach teuer. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen DS für 190 bekommen habe oder so um den Dreh, ich weiß jetzt nicht mehr, entschuldigt, da bin ich in, oder eben auch für 200 und ich mir dann vorstelle, dass eine Switch eben jetzt gerade aktuell reduziert beim Smith 299 kostet, beim Amazon kostet sie sogar, glaube 350 heutige Form. Kann sein, dass es da mehr oder weniger ist. Aber wenn ich mir das so vorstelle und es da nicht mal verschiedene Größen gibt, als wenn es jetzt die Switch zum Beispiel in der Größe geben würde von, ja, von einem DS, dann würde ich natürlich sagen, okay, dann kann man drüber nachdenken, weil dann ist es wieder was, was man handlich mitnehmen kann. Aber in dieser riesengroßen Form finde ich sie für mich nicht handlich. Und dann natürlich auch noch wo ich gehört habe in vielen Videos, ist, dass diese Controller, die da dran sind an der Switch direkt, dass die unglaublich schwierig sind und unhandlich. Und ich weiß nicht, ob wenn ich für ein Gerät viel Geld ausgebe, und für mich ist das viel Geld, dann erwarte ich auch, dass das Gerät von Anfang an das tut, was es tun soll. Und eine Switch ist eine Spielkonsole und da erwarte ich dann, dass ich darauf gut spielen kann. Ja, was ist noch so, also was mich auch noch so stört, wenn wir es schon vom Preis haben, ist der Preis von den Spielen. Also ich finde, die Spiele sind zu teuer. Zum Beispiel sei es, wenn man jetzt mal das Pokémon-Spiel, ich weiß jetzt nicht, das kostet gerade bei Smith 20 und ich glaube bei Amazon sind wir bei zwischen 40 und 70 irgendwo. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass das Animal Crossing-Spiel, das jetzt rauskommen soll, 70 kostet. Und ich finde das viel zu heftig, für ein Spiel 70 € auszugeben. Ja, man spielt damit eine Weile und vielleicht sogar eine längere Weile und vielleicht sogar, sagen wir mal, ein paar Jahre. Aber ja, wenn man sich das mal umrechnet, und das ist halt was, was ich mache, weil ich eben, ist das zweimal rein vom Amt her gerechnet, vom Hartz-IV-Amt, eine Woche für Essen und Trinken. Weil da kriegst du ja jede Woche, also ist denn ihr Budget für jede Woche errechnet, 35 €. Und zweimal 35 € ergibt 70 €, also zweimal Essen, und zwar fast einen guten Korb voll. Ist dann ein Spiel. Und das finde ich dann ehrlich gesagt für mich zu teuer. Das finde ich dann unverhältnismäßig. Ich finde Spiele, die sind, sollten nie mehr als 30 kosten dürfen. Oder maximal 40, wenn es dann irgendwie war, was, wenn es dann auch noch eine besondere Edition ist oder was, eine Erweiterung oder sowas. Oder wenn es halt eine ganz was, wenn es dann eben noch in der Collection oder irgend sowas ist, dann ist es dann darf es auch mal ein bisschen mehr kosten. Aber ich finde eben, Spiele sollten nicht immer so teuer sein. Aber das ist nicht nur bei der Switch so. Ich finde auch, dass die Spiele für PCs oder für die PlayStation oder auch für die Xbox, alle sind irgendwie viel zu teuer geworden. Also als ich angefangen habe, als ich klein war. Ah, ne? Jetzt kommt mal wieder. Jetzt höre ich mich schon an wie so eine Oma. Da hat es eigentlich noch 50 Pfennig gekostet. Damals. Ja, aber die Wahrheit ist, ich habe tatsächlich schon Spiele damals bekommen für 10 Mark damals. Das wären jetzt heutzutage 5 €. Und da finde ich es krass, dass ich damals so richtig Spiele, die ich heute noch gerne spiele und die mir noch riesen Spaß machen, habe ich damals für ein Minimum von dem, was man heutzutage ausgibt, bekommen. Oder auch meine ganzen CSI-Spiele, für die habe ich auch nie mehr als maximal 20 damals ausgegeben. Und ich finde es einfach,
Es waren, und die Spiele sind gut. Also es ist nicht so, dass es irgendwelche billige Ramsch-Spiele sind, sondern es sind echt gute Spiele, die auch eine gute Grafik haben und alles. Und ich verstehe dann einfach nicht, warum die Spiele immer teurer werden und immer, ja, um es jetzt mal zu sagen, wenn ich an die Sims denke, nicht unbedingt viel besser. Sie werden zwar nicht, sie werden teurer, die Grafik wird besser, aber sie werden inhaltlich nicht viel besser, finde ich. Ja, aber jetzt bin ich abgedriftet. Ja, aber für mich sind das einfach so ein paar Gründe, warum ich persönlich finde, dass die Switch nicht so mein Ding ist. Und ich finde auch, ja, ich weiß nicht, ich finde auch irgendwie, mir ist da noch nicht der Sinn und Zweck dahinter bewusst geworden, warum ich mir eine viel größere Konsole zulegen soll, wenn ich doch eigentlich jemand bin, ich möchte es lieber handlich haben. Und wenn ich was Größeres brauche, dann nehme ich eine PlayStation oder eine Xbox, ein Spiel am PC. Und ja, die kann man dann zwar nicht mitnehmen, aber ich finde auch nicht, dass man immer alles mitnehmen können sollte. Wenn ich was zum Mitnehmen brauche, nehme ich dann zum Beispiel einen DS oder eben mein Handy oder eben mein iPod. Aber eher der iPod, wenn ich ehrlich bin, weil das Handy nehme ich nie mit. Aber so alles in allem finde ich, ist, dass die Relation der, naja, für mich die Relation für das, was das Gerät tun sollte in meinen Augen, zu dem, was das Gerät kann, nicht mehr stimmt. Und für mich ist die Relation eben, es mitnehmen zu können. Und wenn ich ein Gerät habe, das zu groß ist für meine Handtasche, wo ich dann immer sagen, dass ich dann immer in der Hand tragen muss oder gar eine zweite Tasche mitnehmen muss, um das Gerät zu tragen, finde ich dann irgendwie doof. Und deswegen bin ich ja im Moment noch an einem Punkt, wo ich sage, ich will keine Switch haben. Wenn es allerdings eine Switch geben würde, die ungefähr so groß ist wie jetzt gerade vielleicht ein DS XL oder so, oder die ein bisschen, ja, weniger klobig ist, dann könnte man drüber nachdenken. Und wenn die Spiele vielleicht ein bisschen preiswerter werden, man kann ja, obwohl da kann man auch warten, bis die man will, dann preiswert sind, dann könnte man sich drüber nachdenken. Aber zum heutigen Stand, jetziger Situation, würde ich sagen, ist die Switch für mich einfach noch nicht das, was ich suche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und wie es bei euch so ist. Ob ihr das auch so seht oder ob ihr da andere Meinung habt oder wie auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Tschüss.